Mein Name ist Kurt Burger vom Verkehrsverein Germersheim. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer Festungsführung. Wir werden uns nun zurückversetzen an den Anfang des 19. Jahrhunderts. Am 18. Oktober 1834, dem Gedenktag der Völkerschlacht zu Leipzig, war Grundsteinlegung und Baubeginn zur Festung. Unsere Führung beginnt an dem Wahrzeichen der Stadt, dem Weißenburger Tor. Wir befinden uns nun in der Infanteriegalerie, die zur frontalen Verteidigung mit Gewehren und Geschützen des Grabens vorgesehen war. Diese Verteidigungslinie zog sich auf einer Länge von 1800 Meter und vier Fronten in südwestlicher Richtung um die Stadt. Hier sehen wir die Vorrichtung, die dazu diente, die sich vor dem Tor befindliche Zugbrücke hochzuziehen. Über dem Torbogen die bayerischen Löwen mit Raute und Krone, rechts und links von dem Tor der Wall, der sich auf einer Gesamtlänge von 3200 Meter um die Stadt zog. Dieses Festungsgebäude ist das südliche Waffenplatz-Reduit. Reduit heißt Zufluchtsverschanzung. Das in Bronze gegossene Festungsmodell. Die folgenden Aufnahmen lassen wir unkommentiert für Sie sprechen.
Wir befinden uns jetzt im Inneren einer einfachen Grabenwehr. Zugang zur Grabenwehr Fronte Lamut. Die Grabenwehr diente dazu, mit je 6 Kanonen nach rechts und links den Graben vertikal zu verteidigen. Im nördlichen Waffenplatz-Redui befindet sich das Festungsstandesamt der Stadt Germersheim. Die Sesselkaserne war die größte Kriegskaserne der Festung und bietet auch heute noch mit ihrer 284 Meter langen Front dem Betrachter ein beeindruckendes Bild. Auf der Rückseite dieses Gebäudes wurde im Jahre 1834 der Grundstein zur Festung Germersheim gelegt. 100 Jahre später gehoben, fand er schließlich seine Bleibe vor dem Ludwigstor. Hier ist die Mittelpoterne von Fronte Beggers, der größte noch vorhandene Komplex der Festung. In der Infanteriegalerie von Fronte Beggers. Sie ist voll kasemattiert. Kasematte heißt kugelsicherer Hohlbau. Eine noch vorhandene Gewehrauflage. Impressionen in und um Fronte Beggers.
Wir befinden uns auf dem 17 Meter hohen Wall, dem höchsten Berg von Germersheim.